Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ mit Lilis. Heute, an dem Tag, wo dieses Video veröffentlicht wird, ist Nikolaus und ich möchte euch eine kleine Nikolaus-Überraschung schenken und euch eine kleine Videoanleitung geben, wie ihr einen Wichtel malen könnt. Dazu gebe ich euch auch natürlich eine kostenlose Vorlage, die ihr bei mir auf der Webseite runterladen könnt. Der Link steht unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr das ganz fix runterladen. Ihr könnt die Vorlage sowohl analog als auch digital benutzen. Und ja, und ich möchte zeigen, wie wir den hier heute machen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und als nächstes kommt gleich, was ihr alles braucht. Als erstes möchte ich mit euch durchgehen, was wir jetzt brauchen, um unseren kleinen Wichtel zu malen. Ihr könnt, wie gerade schon erwähnt, die Vorlage bei mir auf der Website runterladen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dazu brauchen wir, um die Skizze oder die Vorlage zu übertragen, brauchen wir einen weichen Bleistift. Es reicht auch ein Bleistift. Ich nehme noch dazu einen Druckbleistift, um dann gleich die Linien nachzufahren. Wie das gleich funktioniert, das zeige ich euch. Dann habe ich noch zwei Pinsel, zwei Casaneo, einmal in der Größe 2 und einmal in der Größe 4. Dann brauchen wir ein bisschen Wasser. Aquarellfarben. Ich habe hier ein schönes Etui dafür. Ein paar Aquarellfarben. Welche wir gleich benutzen, das gucken wir uns gleich ganz in Ruhe an. Das entscheide ich, glaube ich, sehr intuitiv und spontan. Falls ihr schon wissen wollt, was ich benutzt habe, findet ihr es auch unten in der Videobeschreibung. Und das fertige Bild habt ihr ja auch gerade schon gesehen. Dann brauchen wir noch ein Tuch, um unseren Pinsel abzuwischen, und das war's eigentlich schon. Falls noch irgendwas dazu kommt, dann sage ich euch das. Jetzt wollen wir als erstes erstmal die Vorlage auf das Aquarellpapier. Ich habe hier, ihr seht schon, ein bisschen dunkleres bzw. graues Aquarellpapier. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich den Bart etwas aufhellen möchte mit Weiß. Das macht sich auf weißem Papier natürlich ein bisschen schwierig. Ihr könnt aber auch ganz normales weißes Aquarellpapier benutzen. Denn das, was ich da in dem Bart machen will, das geht auch auf weißem Aquarellpapier. Ich hätte gern nur, dass ich ein bisschen weiße Aquarellfarbe nutze, beziehungsweise dass das hier dadurch ein bisschen mehr hervorsticht. Deswegen entscheide ich mich für graues Aquarellpapier. Aber wie gesagt, ihr könnt auch ganz normal weißes Aquarellpapier nutzen. Als erstes drehen wir das gute Ding um, die Vorlage, und werden mit dem weichen Bleistift hier hinten alles in dem Bereich schraffieren, sehr großzügig und so, dass alle Linien abgedeckt sind. Dann drehen wir das wieder um. Die Vorlage hier auf dem Papier ist mittig und deswegen lässt sich das hier auch gleich ganz gut auf DIN A4 festhalten. Ich nehme hier noch eine Klemme, damit das nicht verrutscht. Und dann gehe ich mit dem Bleistift, mit meinem Druckbleistift, wie gesagt, ihr könnt auch den anderen Bleistift nehmen, den ihr gerade zum Schraffieren benutzt habt, und gehe hier jetzt einfach alle Linien nach, um die Vorlage auf das Papier zu übertragen. Ihr könnt zwischendurch auch immer wieder einen Test machen, ob das funktioniert. Klappt super. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber es ist natürlich eine sehr zarte Skizze, die dann auf das Papier übertragen wird. So, bevor ich die Skizze jetzt löse oder die Vorlage jetzt löse, schaue ich nochmal. Super. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut erkennen könnt, aber die Skizze ist gut übertragen, die Vorlage ist gut übertragen. Dann kann ich die Vorlage wegtun. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können auch direkt
loslegen mit unserem Pinsel. Nehmen uns noch hier das Wasser dazu. Und dann schauen wir mal, was wir hier so benutzen und brauchen. Ich würde als erstes die Mütze machen. Ich wässere mir das so ein bisschen vor. Muss nicht haargenau sein. Und nehme mir jetzt Krapplack Dunkel. Eine schöne, kräftige Weihnachtsmütze. So, die lasse ich jetzt so trocknen und dann nehmen wir den Körper hier unten. Das mache ich hier genauso, besser hier auch, noch mal kurz alles vor, ganz grob, nur damit immer die Farbe nicht gleich so schnell trocknet. Und nehme hier ein schönes saftiges Grün. Und das ist das Hokasgrün, was ich hier nehme. Das sind jetzt auch immer nur Grundlagen. Hier kommen noch ein, zwei Schichten Farben drauf. Und ich denke mir, Rot und Grün, das passt so. Das ist so schön weihnachtlich. Ihr könnt aber natürlich auch euch ganz andere Farben wählen. Falls es hier bei euch zu flüssig ist, passt auf, ne? Sonst laufen die Farben ineinander. Manche mögen das, manche nicht. Falls ihr das nicht mögt, müsst ihr da ein wenig aufpassen. So, bevor wir jetzt hier weiterarbeiten, sollte das Ganze natürlich gut trocken sein. Das eben mal im Schnelldurchlauf. So, der Wichtel ist trocken. Als nächstes machen wir die Nase. Und da machen wir jetzt mal eine etwas hellere Hautfarbe. Ihr könnt auch eine dunkle Hautfarbe nehmen, es ist ganz euch überlassen. Ja. Und Hautfarben sind immer so ein bisschen, na, die können schon so ein bisschen schwierig sein. Ich habe jetzt hier so eine Mischung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das müsste lichter Ocker und eine Mischung mit Indisch oder Echtgelb sein. Da ist vielleicht auch noch irgendein Braunton drin. Irgendwie sieht das hier ziemlich wulstig aus in meinem Aquarellkasten, merke ich gerade. Aber ist nicht schlimm. Ich nehme auf jeden Fall die. Kleiner Trick 17, um Hautfarben so ein bisschen natürlicher zu machen, versucht das mal mit so einem ganz, ganz zarten Violettton mit rein. Überhaupt nicht viel, nur so ein bisschen. Aber das macht es, ich würde es jetzt mal hautfreundlicher nennen. Ich glaube, ihr seht das schon. Ne? Also es kommt der Hautfarbe schon ein bisschen näher. Aber hier fange ich auch relativ hell an. Große, dicke Nase. Warum auch Wichtel immer so dicke, große Nasen haben, das weiß ich nicht. Das hat bestimmt mal irgendjemand angefangen. So, jetzt ist die ja relativ feucht, die Nase. Das heißt, wir machen jetzt hier unten erstmal am Korpus weiter. Und da habe ich ja hier schon so ein paar angemixte Grün. Die löse ich nochmal an. Dann nehmen wir mal von dem, was wir eben benutzt haben, noch ein bisschen was rein. Um da jetzt einfach noch ein bisschen Tiefe mit Schatten rauszubringen.
Ihr wisst ja, um ein bisschen Tiefe zu erzeugen, alles das, was sich nach oben wölbt, das sieht man ganz gut bei einer Kugel, alles, was sich nach außen wölbt, ist immer heller. Ne? Also umso weiter es nach hinten geht, umso dunkler wird es. Beziehungsweise je nachdem, wo auch Licht und Schatten fällt. Aber alles, was so sich nach oben wölbt, ist immer ein bisschen heller. Also hier wirft natürlich der Bart seinen Schatten. Ne? Da müssen wir uns jetzt auch mal überlegen, wie das Licht dort fällt. Und dann wird es natürlich nach hier hinten etwas dunkler und hier unten natürlich. So. Ich dunkel das an mit etwas Blau, mit etwas, was nehmen wir denn da für ein Grau? Grau, Blau. Ich nehme mal ein bisschen Indigo. Es ist jetzt auch gar nicht so dunkel. Ne? Also es sieht jetzt hier dunkler aus auf der Palette, als es eigentlich ist. Und setze jetzt hier einfach an dem Bart so eine kleine Kante entlang. Kann jetzt hier natürlich auch schon mit meinem zweiten Pinsel, den mache ich ein bisschen feucht. Schatten so ein bisschen. Dass es nicht so eine harte Kante ist, ne? Kriegt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Tiefe. So, im zweiten Schritt schauen wir mal, die Nase ist jetzt trocken, dann würde ich direkt an die Pinsel sauber machen. An die Mütze gehen und da nehmen wir wieder das Rot und da gilt genau das gleiche Prinzip. Ne? Die Mütze hat ja jetzt hier in der Vorlage ein paar Falten geworfen. Die nehmen wir jetzt auch natürlich mit und das, was jetzt hier zum Beispiel ist, das bleibt alles ein bisschen heller. So, dazu nehmen wir auch wieder das. Das nehme ich jetzt dann nochmal hier mit drauf. Und Rot. Das nehme ich jetzt hier einfach mal ein bisschen konzentrierter, nicht so verdünnt. Wir machen das jetzt gleich mal andersrum. Ich nehme jetzt mal den kleinen Pinsel, um die Details zu machen. So, also wenn die Mütze jetzt hier nach unten fällt, dann wirft die hier natürlich so ein bisschen Schatten. Ich muss erst mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe schon lange nicht mehr so richtig mit Aquarell gemalt. Dann haben wir hier so eine kleine Falte. Dann gehen wir natürlich auch hier runter. Der Pinsel, mit dem ihr hier verwascht, sollte nie zu trocken sein, indem ihr hier quasi die Kanten etwas weicher macht. Weil umso trockener der ist, umso mehr Farbe, Flüssigkeit, Farbe saugt er natürlich auf. Ne?
Aber zu viel Nässe sollte natürlich auch nicht drin sein, sonst habt ihr hier wie unten auf dem Bild oder unten bei dem Wichtelchen einen Wasserrand. Wenn euch das stört, dann solltet ihr da nicht so viel Wasser dran machen. Deswegen habt immer ein Tuch bereit. An den Händen könnt ihr das auch mal wieder abwischen. Und da sieht man das jetzt, finde ich, schon ganz gut. Auseinander. Und hier unten ist jetzt auch weitestgehend trocken. Ihr müsst immer gucken. Ne? Also ich arbeite immer so in dem Prinzip in der Regel meistens 3 Schichten und jede Schicht muss gut getrocknet sein. Jede Schicht muss gut getrocknet sein. So, ich habe ja hier noch mein Grün. Ich nehme mir jetzt mal hier noch mal ein bisschen von dem Hokas-Grün rein und noch mal ein bisschen Indigo. So, da seht ihr schon, es ist schon ein bisschen dunkler als das letzte Mal. Und damit gehe ich jetzt auch gar nicht so viel. Ne? Also dieses ganz dunkle, diese letzte Schicht ist wirklich eine Detailschicht. So, ne? Muss trocken sein, denkt dran. So, damit gehen wir jetzt hier unten in die Ecke. Wo halt vermutlich der meiste Schatten fallen wird. Hier jetzt nur noch die Reste, die in meinem Pinsel drin sind. So, dass es alles noch ein bisschen mehr hervorgeht und das gefällt mir ganz gut, auch wenn das so ein bisschen Wasserflecken hat, gefällt mir das ganz gut. Man muss das ja auch mögen, was man macht. So, dann machen wir jetzt noch, dadurch, dass die Schichten ja jetzt nicht allzu wässrig sind, trocken die natürlich richtig schön. Ne? So, wir machen jetzt noch die Mütze. Fertig. Da haben wir ja noch das Rot. So, womit dunkeln wir Rot am besten auf? Also entweder ihr habt Neutraltinte, damit kann man ziemlich gut Farben abdunkeln. Das kann aber natürlich auch schnell ein bisschen dreckig wirken. Oder wir überlegen uns, wollen wir eher ins Wärmere? Dann würde ich einen dunkelbraunen Ton nehmen. Wenn es aber eher ins Kühlere gehen soll, dann könnte man so ein ganz kleines bisschen Violett oder auch hier ein bisschen dunkles Blau nehmen. Dadurch, dass es für mich aber ein bisschen wärmer sein soll, werde ich hier jetzt ein bisschen Umbra gebrannt nehmen. Oder nein, Umbra Natur. Nicht Umbra gebrannt, sondern Umbra Natur. Oder halt ein dunkles Braun. Ne? Also ihr müsst jetzt hier nicht die Farbtöne da alle nutzen, die ich jetzt hier auch nutze. So, oh, das war jetzt ein bisschen viel Braun, aber das kriegen wir, glaube ich, ja, das sieht ganz gut aus. Nehmen wir noch ein bisschen Rot rein. Dann sieht das super aus. So ein bisschen was von der Glasur. So, dann gehen wir hier wieder ganz klein die Details. Hier gehe ich vorne diesmal nur in die Spitze. Diesmal gehe ich nur hier rein in die Mitte. Mit der zweiten Schicht, die wir hier raufgegangen sind, hätten wir ruhig noch ein bisschen tiefer reingehen können, fällt mir gerade auf.
gefällt mir das aber schon ganz gut. So, Pinsel sauber machen. Ich hatte eigentlich auch mal eine Pinselbank. Schlecht vorbereitet heute. So, als nächstes machen wir... Was macht man als nächstes? Der ist trocken. Die Mütze trocknet noch. Wir gehen mal an den Bart. So, dafür muss der Pinsel richtig sauber sein und eigentlich auch noch sauberes Wasser. Dann gehen wir hier ins Weiß. Das ist jetzt auch gar kein besonderes Weiß. Das ist weiße Aquarellfarbe, ist jetzt keine Gouache oder so. Aber dadurch, dass es halt graues Aquarellpapier ist, sieht man das natürlich total toll. Ne? Also wenn ihr farbiges Aquarellpapier nutzt, dann passt das natürlich super. Das kann ruhig so ein bisschen unordentlich aussehen. Das muss jetzt hier nicht sauber alles gemalt sein. Denn ein Bart, der ist ja auch nicht super glatt. Ne? Aber dazu kommen wir gleich noch zu den anderen Details. Also nicht gleich, sondern jetzt. Kann ruhig auch noch ein bisschen feucht sein. Und solltet ihr jetzt nur weißes Aquarellpapier haben, dann geht das natürlich auch. Ne? Also ich nehme jetzt hier so ein bisschen Neutraltinte runter. Versuche das noch ein bisschen mit Wasser anzudünnen, weil so dunkel will ich es nicht haben. Aber ich kann das ja hier auch gleich noch ein bisschen verwischen. Versucht das hier so ein bisschen strähnig runterzuziehen, damit das so einen haarigen Effekt bekommt, ne? Also damit es so ein bisschen uneben aussieht. Das sieht schon, ja, das gefällt mir ganz gut. Das könnt ihr natürlich auch auf dem weißen Papier machen, ne? Also dazu braucht ihr keine keine weiße Unterlage oder Grundlage. So, ich finde, das sieht ganz gut aus, sieht so ein bisschen marmoriert irgendwie. Nein, nicht marmoriert, ne? Also sieht halt nicht ganz glatt geleckt aus, ne? Aber das finde ich, das genau so gefällt mir das richtig gut. Also das kann ruhig so ein bisschen angegrabbelt aussehen, als wenn man den schon 50 Mal in den Händen hatte. So, dann wollen wir an die Nase. So, dazu brauchen wir aber noch Farbe. Ein bisschen dunklere Hautfarbe. So, was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal ein bisschen lichter Ocker. Wir mischen das mal hier mit rein. Was auch immer da noch drin war. So, lichter Ocker. Dann nehmen wir ein bisschen Umbra gebrannt. Sieht das ein bisschen dreckig aus. Und dann noch ein Ticken lila wie vorhin. Ja, ist jetzt ein bisschen dunkler, aber wir brauchen es ja jetzt auch ein bisschen dunkler als vorhin, ne? Und das brauchen wir gleich noch einen Ticken dunkler. Wir müssen bloß warten kurz, bis es getrocknet ist. Es muss nicht super trocken sein, aber weitestgehend. Wenn das nämlich jetzt noch ein bisschen verläuft, ist das ja nicht so schlimm. So, wir nehmen noch mal ein bisschen dichter Ocker.
nochmal Umbra gebrannt. Diesmal alles ein bisschen konzentrierter. Und ihr seht, wenn das hier trocknet, ne? Das ist gut. Es ist noch, meine Hautfarbe ist jetzt ein bisschen röter, roter, sagt man. Wie sagt man? Röter, roter. Aber es kommt einer hellen Hautfarbe schon sehr nahe. So, und jetzt haben wir da so einen dunklen Brei angerührt hier. Aber das ist ja auch die letzte Schattenschicht. Aber ihr seht, mit dem Touch Lila, ne, da kriegt man so einen schönen Hautfarben-Touch rein. So, fertig ist meine Nase. Jetzt habe ich ganz nasse Finger. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, ist hier unten einen kleinen Schatten hin. Einfach nur, dass er nicht so 2D-mäßig aussieht. Also er sieht ja schon sehr touchy aus, finde ich. Also dass man den gerne anfassen möchte. Aber ich möchte, dass er auf dem Papier noch so ein bisschen, ne? Also ich mache jetzt hier unten. Ein bisschen feucht, damit es gleich ein bisschen besser verwischt. Und da könnt ihr, wenn ihr noch so ein bisschen Schwarz oder Neutraltinte hier habt, könnt ihr die natürlich nutzen. Muss auch gar nicht viel sein. So ein bisschen um die Ecke, nicht nur vorne. War's schon. Fertig ist unser kleiner Wichtel. Ich bin total begeistert. Ich mag ihn total gerne. Dieser verwaschene Effekt, der war überhaupt nicht geplant. Ich hätte es gerne ein bisschen sauberer gehabt, aber es gefällt mir trotzdem total gut. Also ich bin gespannt. Ihr könnt natürlich Farben nutzen, die ihr wollt, Farben, die euch gefallen. Ich dachte jetzt halt, wie gesagt, Rot und Grün ist halt eine schöne weihnachtliche Kombination. Auch das Papier. Ihr könnt natürlich weißes Papier benutzen. Wenn ihr nichts anderes habt, dann ist es natürlich auch total logisch, dass ihr weißes Papier benutzt. Da könnt ihr natürlich euch die weiße Aquarellfarbe sparen oder weiße Gouachefarbe sparen und braucht nur mit ein bisschen Neutraltinte oder ein Grau oder sogar vielleicht eher so ein Paints-Grau, was so einen Blaustich noch mit drin hat. Oder, also ich würde ein reines Schwarz würde ich nicht nehmen. Da würde ich vielleicht einen Ticken Blau mit reinmischen, wenn ihr keine andere Farbe habt. Einfach nur, weil Schwarz, ach, das ist immer so hart. So, wisst ihr? Das ist immer so eine harte Farbe. Die hat immer so ein... Ha. Und wenn wir uns mal die Schatten vielleicht angucken, die sind ja nicht immer schwarz, die Schatten. Ne? Deswegen guckt euch das ruhig in Ruhe an. Ich weiß nicht, wofür ihr diesen Wichtel benutzen möchtet, aber ich freue mich, wenn ihr meine Vorlage benutzt. Und ich freue mich, wenn ihr hier in dem Video einen Daumen hoch lasst und wenn ihr mir vielleicht sogar ein Abo da lasst. Da würde ich mich auch mega drüber freuen. Wenn ihr diesen Wichtel in den sozialen Medien heute teilen wollt, also nicht nur heute, dann, wenn ihr dieses Werk macht, dann setzt den Hashtag Kreativ mit Lillis. Irgendwo habe ich ein Schildchen. Kreativ mit Lillis. Und verlinkt mich gerne auch, damit ich es auch tatsächlich sehe und mit der Welt teilen kann. Denn ich möchte eure großartige Kreativität auch natürlich mit anderen teilen. Und ja, nun wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video schaut, aber auf jeden Fall eine Menge Power voller Kreativität oder ganz viel Entspannung. Das, was ihr gerade braucht, das wünsche ich euch. Und in dem Sinne sage ich Tschüss und ja, macht's gut. Tschüss!